Ich freue mich auf die Vertreterin der Europäischen Kommission. Sie leitet als Generaldirektorin die Generaldirektion Grow der Europäischen Kommission, Frau Kerstin Jorna. Frau Jorna, herzlich willkommen. Sie dürfen bitte hier. Ich begrüße die hessische Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Frau Prof. Dr. Christina Sinemus. Herzlich willkommen. Ich bin direkt Ich freue mich über den Generaldirektor der IEC. Er kommt aus Genf. Er war früher in der Telekommunikationsbranche in der Schweiz, auch Direktor des Bundesamtes für Kommunikation, BAKOM, und eben heute Generaldirektor der IEC, Philipp Metzger. Herr Metzger. Die Leiterin der Next Generation DKE. Sie ist Mitglied der DKE und Ingenieurin, Forschungsingenieurin bei Bosch. Herzlich willkommen, Dr. Annette Frederiksen. Ich begrüße den DIN-Vorstandsvorsitzenden und auch Vizepräsident der ISO, Herrn Christoph Winterhalter. Und last but not least, Ansgar Hinz, Vorstandsvorsitzender des VDE. Herr Hinz, herzlich willkommen. Frau Jorna, ich habe es gerade gesagt, Tempo. Wir brauchen Tempo. Wie schnell ist die Normung? Ich habe 3 Punkte hier. Jedenfalls geht es ja um die europäische Normungsstrategie. Tempo, Fokus. Und Standardisierung sollte sexier sein. Ich glaube, das Tempo kommt vom Fokus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einen Fokus haben. Welche Standards brauchen wir als erste Standards? Wir haben ein System, was super ist, aber was langsam war, auch weil es sehr bottom-up war und der Fokus eben gefehlt hat. Und das wollen wir versuchen, angesichts der dramatischen Entwicklung, die Sie beschrieben haben, aber ich war auch heute Morgen bei BASF, habe mir das angeguckt und wie ein großes Industrieunternehmen, was immerhin 4% der deutschen Gas- und Energie, GDP, also deutsche Nutzung, deutscher Verbrauch ist, wie die sich umstellen und wie Prozesse ineinander greifen müssen, wie man nicht nur immer ein Ding senken kann, die Energie. Und dann habe ich einen anderen Prozess und dann brauche ich den Wasserstoff, aber dann brauche ich auch die Pipeline dazu, dann brauche ich die, also wie das alles zusammenhängt, und dafür brauchen wir Standards. Und dafür brauchen wir den Fokus auch von Standards. Und es reicht nicht, dass der sozusagen nur in einem Land ist oder in einem Unternehmen, in einem Industriezweig, das müssen wir zusammendenken im europäischen Binnenmarkt. Dann kommen wir auch zum Tempo. Weil dann können wir unsere Ressourcen bündeln und dann können wir auch sicher sein, dass wir nicht einen Standard nur für eine Sache entwickeln und haben dann die Sache, die danach kommt. Zum Beispiel ein Standard für Wasserstoff, aber wie transportiert man Wasserstoff eigentlich? Heute gibt es noch gar kein Schiff, was Wasserstoff transportieren kann, da fehlen die Normen. Also, dass wir das auch hier zusammen verstehen. Und Standards sind sexy, das ist der dritte Punkt, den ich doch sagen möchte hier. Standards sind sexy, weil sie helfen dazu, ein Investmentrisiko zu reduzieren. Investoren heute, und ich bin selber in verschiedenen Boards, habe ich gesessen, gucken danach bei einer Innovation, wo ist das IP und wo ist der Markt. Und wenn man einen Standard hat, hat man den Markt. Also wir müssen neue Talente in die Standardisierung, in ihre Arbeit mit einbeziehen können. Und das sind nicht nur Mädchen, sondern auch, die Start-ups, die Unternehmen. Da gibt es diesen Standardreflex nicht. Die haben keine Zeit. Die wollen entwickeln, die müssen ihre nächste Finanzierungsrunde machen. Aber da einen Standardreflex reinzukriegen, und das ist ein, da will ich ein bisschen Werbung für uns machen, unser Standards-Booster, den werden wir am 21. Juni haben wir den veröffentlicht. Das gibt in 4 Kern- oder mehreren Kernbereichen, soll das Unternehmen mit innovativen Lösungen helfen, diese Standards mit den Standards auch schon zu entwickeln und hier beraten zu werden. Und das kann man sich bewerben mit seinen neuen Ideen bis Ende September. Ich hoffe, dass auch ein paar hier dabei sind und dass wir so diese Standard-Leuchttürme bilden können, nämlich schnell. Sie sprachen gerade davon, was alles passieren soll. Die Europäische Kommission ist ja durchaus auch ein Antreiber, was den Klimaschutz angeht, also tritt ja eher den Nationalstaaten immer so ein bisschen auf die Füße und sagt, ihr müsst eure Ziele anpassen, nach oben setzen. Wie ist denn Ihr Gefühl, wenn Sie
sich in der Industrie, auch zum Beispiel bei den Normungsorganisationen umschauen, wie open-minded sind Ihre Gegenüber, auf die Sie treffen? Ich finde es super, die Zusammenarbeit. Ein paar stehen hier auch um den Tisch. Das ist eine einzigartige Chance, unser Normungssystem, was dieses Public-Private Partnership ermöglicht. Da haben wir nicht so viele von, wo das schon funktioniert. Und hier ist es für uns, geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden, es geht darum, das zu schmieren, damit das besser läuft. Und ich sehe da eine große Offenheit, habe aber auch schon über Jahre gesehen, die Kommission hat gerade einen Chief Standardization Officer benannt, der sozusagen über alle Politiken hier rüber gucken sollen, verantwortlich sein sollen. Und ich bin da sehr hoffnungsfroh, dass wir das gut hinkriegen in der Zukunft. Herr Metzger, aus internationaler Normungsorganisationssicht, ich habe zum Schluss diese Folie gehabt, auch mit, was würde passieren, wenn wir europaweit denken. Selbst wenn wir, also wir müssen ja diesen Klimawandel auch weltweit denken. Was bedeutet das eigentlich für die Anpassung? Was bedeutet das für sämtliche Normungsorganisationen und die Art und Weise, wie sie arbeiten? Ja, ich glaube, beim Klimawandel haben wir natürlich einerseits politische Prozesse, eminent politische Prozesse auf nationaler Ebene, auf regionaler Ebene und dann auch auf globaler Ebene. Die IEC ist eine sehr apolitische Organisation, ist eine technische Organisation, die global offen im Konsensprozess und bottom-up diese Normen entwickelt, sodass die überall zur Verfügung stehen. In diesem Sinne haben wir ein Zusammenspiel zwischen den politischen Prozessen national, regional, global auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die technischen Prozesse, die in der IEC laufen, wo auch diese Driver, den Sie heute jetzt schon mehrmals gehört haben, der All Electric Society, als ganz entscheidender Punkt auch in der zukünftigen Strategie und in der neuen Strategie der IEC eine Rolle spielt. Wir hatten vorhin mit den jungen Professionals, haben wir uns ausgetauscht über die Zielsetzung, wie kann man vermehrt die neue Generation an die IEC und auch in die DKE bringen. Und ich glaube, dieser Aspekt All Electric Society und die Normen in der Elektrotechnik, was die für eine entscheidende Rolle spielen, damit wir diesen Klimawandel wirklich auch attackieren können, bewältigen können, langfristig, ist, glaube ich, ist much entscheidend. Und von daher gesehen, dieses Zusammenspiel, das wird es immer geben. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich noch verstärkt Anstrengungen brauchen, auch auf internationaler Ebene. Und ich glaube, die Digitalisierung spielt dort eine ganz entscheidende Rolle, weil diese Prozesse, wir haben es heute gehört von den Expertinnen und Experten hier im Raum, was es alles braucht, damit diese Vernetzung auch auf der Ebene der Systeme funktioniert, der Sektoren, wie die Sektorenkoppelung funktioniert, wie die Daten ausgetauscht werden können. Und deshalb, ich glaube, die Normung, Sie haben die Frage gestellt an Frau Jorna, ich kann sie vielleicht auch noch beantworten, wie schnell die Normung ist. Sie ist natürlich noch nicht schnell genug, aber sie wird eigentlich schon immer effizienter. Am Schluss ein Konsensbildungsprozess auf globaler Ebene verlangt immer eine gewisse Zeit, eine gewisse auch Reibungsflächen, die man ausmerzen muss. Und das kann man nicht über Nacht tun. Aber die Digitalisierungsprozesse werden uns entscheidend helfen, effizienter und schneller zu werden, auch hier. Mhm. Herr Winterhalter, direkt daran anknüpfend, das setzt ja voraus, wenn wir international denken, dass es eben auch einen Schulterschluss zwischen den verschiedenen Stakeholdern gibt, einen Schulterschluss zwischen verschiedenen nationalen, auch Normungsorganisationen. Wie weit sind Sie auf dem Weg dahin? Ist da noch eine Menge zu tun? Wie ist da der Stand? Da ist eine Menge zu tun. Ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass Normung national beginnt. Und das ist das Schöne an IEC, an ISO. Es beruht auf ein nationales Delegationsprinzip. Das heißt, die Impulse kommen aus den Nationalstaaten. Es gibt keine internationale Normungsstrategie, ohne dass es ein nationales Commitment gibt, dies umzusetzen. Und ein Stichwort war priorisieren, gemeinsamer Fokus. Dieser gemeinsame Fokus kommt im Dialog innerhalb der einzelnen Nationalstaaten. Und den versuchen wir dann auf der internationalen Ebene zusammenzubringen und den Wunsch nach Konsens zu erzeugen. Und Prioritäten wie ein Klimawandel, das ist unstrittig. Das heißt, alle Länder haben einen Fokus auf dieses Thema. Die Frage ist, was ist die Rolle der einzelnen Länder? Wie funktioniert die Zusammenarbeit im nationalen Kontext? Und da können wir gerade in Deutschland, gerade in Europa, durchaus vorbildliche Strukturen aufweisen und dem Rest der Welt zeigen, wie es funktioniert. Nicht die Inhalte vorgeben, sondern die Prozesse zeigen, wie sie funktionieren. Ich glaube, da sind wir sehr gut unterwegs. Da hilft uns auch der Impuls der Europäischen Kommission, um letztendlich genau mit diesem Public-Private Partnership Nachahmer zu suchen, die wir in anderen Regionen der Welt brauchen, um dieses Thema Klimawandel zu stoppen, aufzuhalten, damit umzugehen. Das können wir nicht national lösen. Aber wir brauchen nationale Impulse. Und wir können nicht warten, bis die Impulse von der internationalen Ebene kommen. Weil die Internationalisierung ist die Summe der nationalen Normungsorganisationen. Sie haben mir gestern im Vorgespräch erzählt, Sie sind ja auch Vizepräsident bei ISO,
dass dort alle Normungen in Bezug auf den Klimaschutz auf den Tisch kommen, ja, und durchleuchtet werden. Gibt es so etwas schon bei DIN? Das gibt's, nämlich indem wir sagen, wir müssen analysieren, welchen Impact gewisse Normen auf den Klimawandel haben. Wo werden technische Festlegungen getroffen, die entweder den Klimawandel befeuern oder tatsächlich schon Technologien beschreiben, um den Klimawandel verlangsamen zu können. Im letzteren Fall geht es darum, diese Normen zu promoten und in die Anwendung zu bringen, weil eine Norm selbst hilft noch nichts, wenn nicht die breite Anwendung sichergestellt ist. Aber vor allem das Analysieren, welche Normen heute dem Klimawandel letztendlich im Wege stehen und diese Normen proaktiv zur Überarbeitung anzustoßen, das ist ein Kraftakt. Das braucht erst eine Analyse, das braucht die Expertise, das beurteilen zu können, die wir zum Teil heute in unseren Normausschüssen noch gar nicht haben. Also ich wollte gerade nachfragen, da fangen Sie an mit, yes, aber da können Sie noch keine Antworten liefern, so und so und so sind wir, da stehen wir. Nee. Ist es beim VDE anders, Herr Hinz? Jetzt fragen Sie natürlich ausgerechnet jemanden, der kein Normer ist. Ne? Also ich versuche mal die Breite ein bisschen darzustellen. Über die Wertschöpfungskette Normen stehen natürlich, und damit haben Sie sich den ganzen Tag, haben wir uns den ganzen Tag heute beschäftigt, stehen irgendwo als Nukleus im Zentrum. Aber da wird ja eine ganze Menge draus abgeleitet, im Grunde genommen bis in die operative Umsetzung hinein. Wir hatten gerade im Vorgespräch, weil ein Mäuschen hatte mir zugezwitschert, Schwan gefragt, Sie ein bisschen was zu den Zusammenhang letztendlich der Vernetzung zwischen Normen und der operativen Umsetzung. Und ein schönes Beispiel, was mir dann spontan eingefallen ist, ist im Endeffekt unsere Einheit VDE Renewables, die sich tatsächlich mit der Investability und Insurability von erneuerbaren Energieanlagen beschäftigt. Und da sagte ich dann kurz, als wir uns eben getroffen haben, naja, dann nutzen wir schon die Normen und die Standards, die Modelle der Meteorologie letztendlich, um es zu implementieren. Wir sehen uns letztendlich in der Normungseinheit nicht als die Klimaspezialisten, aber die Ableitung und den Transfer in die Praxis in unsere Domäne, das ist, glaube ich, in der DNA des VDEs intensiv implementiert. Das Schlimme mit diesem Schwanke ist ja, der denkt sich manchmal auch eigene Fragen aus. Ja. Nochmal zum VDE. Sie wurden ja zu Beginn der Pandemie als kritische Infrastruktur eingeordnet. Da ging es um Sicherheit. Das große Thema Sicherheit hat uns durch die gesamte Pandemie begleitet. Der Ukraine-Krieg hat ja jetzt noch praktisch eine Dimension obendrauf gepackt. Jetzt reden wir über Versorgungssicherheit. Wie können Sie als VDE bei der Frage zu etwas beitragen, Versorgungssicherheit in Richtung 100% erneuerbare Energien? Ja, also wenn ich jetzt mal auf der Zeitachse, ne, Sie haben hinten eben mit der Zeitachse angefangen, wenn ich jetzt mal nach hier gehe und uns zurückprojiziere vor Corona und vor Ukraine, dann wäre die Antwort relativ einfach gewesen. Ja, fragt mich jemand nach Sicherheit. Das ist auch wiederum in unserer DNA, sowohl in der Normungslandschaft, in der DKE, als auch in den Prüf- und Zertifizierwesen. Das ist nämlich die Individuumssicherheit, landläufig in unserer Domäne elektrische Sicherheit. Das ist die Investitionssicherheit, habe ich gerade schon mal drüber gesprochen. Die funktionale Sicherheit, egal über welches Equipment wir reden, und die Datensicherheit. Und jetzt hat sich auf dem Weg von da hinten nach hier, hat sich die Zeit leider verändert. Und da bin ich mal in mich gegangen und habe über die Thematik Sicherheit im erweiterten Sinne, nämlich Versorgungssicherheit, nachgedacht. Und da muss ich mir einen Zettelchen schreiben, mal durch die Gesamtorganisation, was machen wir da eigentlich alles? Und da kommen jetzt plötzlich so Themen hinein, die man originär weder mit einer DKE noch mit dem VDE verknüpft hätte, nämlich Logistik, die Überwachung von Logistikketten als Systemlieferanten und Komponentenlieferanten, nämlich für die kritischen Infrastruktur, Qualitätsüberwachung, Interoperabilität, wenn wir sicherlich gleich noch ein bisschen darüber reden, beziehungsweise war ja auch ein Thema in einem Workshop, Cybersecurity auf jeden Fall und auch das Thema, Sie hatten es auch in Ihrem Vortrag, Beratungssicherheit, und Sie haben es in Ihrem Statement gesagt, also Beratung im Sinne von Versorgungssicherheit, die vielen Wissenden und Halbwissenden und Weisen aus dem Morgenland wirklich faktisch, und Sie haben es sehr schön in Ihrem Teaser-Vortrag ja gezeigt, faktisch zu enablen, fundierte Entscheidungen zu fällen, die nicht aufgrund von Schwebungen, nicht aufgrund von Schwingungen, lobbyistischen Aktivitäten oder sonstigen dann gefällt werden müssen. Und das ist letztendlich ein erweiterter Sicherheitsbegriff gegenüber dem Standard, den ich da eben geschildert habe. Frau Frederiksen, Next Generation DKE. Sie gehören der Generation an, die die Hauptlast dieses Klimawandels tragen muss, von uns allen, die wir hier sitzen. Sie müssen damit anders umgehen. Was können Sie denn heute schon als Next Generation
als jüngere Generation in einer Normungsorganisation. Was können Sie besser als die alten weißen Männer? Ja, da haben Sie recht. Also die junge Generation ist die, die das später ausbaden muss, wenn wir jetzt unsere Klimaziele nicht erreichen. Das heißt natürlich auch, die junge Generation müsste eigentlich sehr stark in der Normung vertreten sein, weil sie das größte Interesse an der ganzen Sache hat. Aber wir sehen, wir haben ein großes Nachwuchsproblem. Das liegt zum einen daran, dass einfach das Verständnis und das Bewusstsein für die Normung und wie die Normung die Klimaziele beeinflussen kann, nicht da ist. Und aber auch die Normung nicht attraktiv ist, da mitzumachen. Wobei man sagen muss, dass die Next Generation einen sehr großen Beitrag liefern könnte, wenn man sich anschaut, jetzt auch schon zum Beispiel die Studiengänge, was man heutzutage studiert, das ist Biomathematik, das ist Medizinphysik, das ist BWL mit regenerativen Energien, das sind alles sehr, sehr interdisziplinäre Studiengänge. Das heißt, die jungen Absolventen haben sowohl ein Spezialwissen, aber auch ein sehr großes fächerübergreifendes Wissen, was wir eben brauchen, um ganzheitliche Lösungen zu finden. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Schlüssel, wenn wir jetzt zum Beispiel auch die datentechnische Sektorenkopplung angehen wollen. Man muss eben ganzheitlich denken und dieses Wissen wird durch die junge Generation eingebracht, aber sie muss eben mehr in die Normung eingebunden werden und es muss auch das Interesse geschaffen werden und die Awareness für die Normung. Und das, denke ich, fehlt zurzeit noch. Zusätzlich ist halt die junge Generation sehr, sehr stark vernetzt. Sie hat globale Kontakte, also sie ist schon sehr gut aufgestellt, da mitzumachen. Aber ich glaube, dass die Normungsorganisationen sich noch stark ändern müssen, damit sich da etwas tut. Ich meine, Sie arbeiten ja in einer großen Firma bei Bosch. Ja. Und ich meine, da gibt es ja auch viele junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Generation. Sie sind gut vernetzt, die können Sie klack, einen Tastendruck, einen virtuellen, und dann haben Sie die erreicht. Was sagen die dazu, wenn Sie über Ihre Arbeit in der DKE sprechen? Zum einen ist es sehr schwer, das rüberzubringen, was Normung wirklich ist. Und wir hatten es eben gehört, Normung muss sexy werden. Das ist sie momentan nicht. Wir hatten auch vorhin in unserem Workshop ein Video gezeigt, da kam, Normung ist eher so was Trockenes oder so. Das weiß ich nicht, ob ich da mitmachen möchte. Das heißt, dieses, was man mit Normung bewegen kann, ist nicht bekannt. Und es ist natürlich auch das Bild, was man nach außen liefert. Also Normung dauert sehr lange aktuell. Das macht es nicht attraktiv. Wenn Leute wirklich motiviert, begeistert dabei sind, dann wollen sie etwas umsetzen und das muss schnell gehen. Und da darf nicht jetzt sofort die Begeisterung durch eine Bürokratie im Keim erstickt werden. Und dieses Bild muss man halt transportieren, aber dafür müssen sich auch die Normungsorganisationen ändern, damit es wirklich attraktiv wird. Wenn wir uns anschauen, wir wollen die Herausforderungen der Digitalisierung meistern, aber jetzt gucken wir uns an, mit welchen Tools wir in der Normung selbst arbeiten, was die internen Strukturen, die internen Arbeitsweisen der Normung sind. Das würde ich sagen, ist letztes Jahrhundert und damit ist es nicht attraktiv, da mitzumachen. Das haben gerade sehr viele Ohren mitgehört. Ich hoffe, das kommt auch nachhaltig an und wird aufgenommen. Frau Sinemus, Frau Ministerin, ich habe mit der Kollegin Jorna von der Europäischen Kommission angefangen, möchte mit Politik diese erste Runde beenden. Eine Studie aus dem Jahr 2021 der ESCP Business School in Berlin sieht Deutschland unter 20 evaluierten Staaten auf dem drittletzten Platz, was die Digitalisierungsstand und Ausbau der digitalen Infrastruktur betrifft. Ob jetzt diese Studie oder andere. Wir haben auch im Zuge der Pandemie mitbekommen, es hakt und es knirscht. Welche Maßnahmen können wir denn von Bund und Ländern erwarten, damit dieses Dauerbrennthema zur Seite gewischt werden kann und auch eben Tempo und Fahrt aufnimmt? Naja, also schnellstmöglich, bestmöglich umsetzen, sich einig sein, was der Weg ist. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob der Herr Schnorr morgen über das Thema Gigabit-Strategie gesprochen hat. Ich kann nur sagen, wir haben in Hessen gleich mit dem Aufbau des Digitalministeriums eine Gigabit-Strategie auf den Weg gebracht, die mit Geld hinterlegt und auch mit Personen hinterlegt. Und die heißt, bis 2022 alle Schulen, Gewerbegebiete und Krankenhäuser Glasfaser gigabitfähig angeschlossen haben, bis 2025 gigabitfähiger Anschluss und bis 2030 FTTH, also auch bis hin zum Home Glasfaser gelegt haben.
Wir haben dieses Ziel so angegangen, dass wir gesagt haben, Markt vor Staat, denn wir haben uns vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich glaube vor 12 Jahren oder so dazu entschieden, dass wir das nicht als sozusagen Daseinsvorsorge staatlich regeln, sondern dass wir das sozusagen in die Privatwirtschaft geben. Das heißt, unsere Aufgabe oder meine Aufgabe, sehe ich es in Hessen an, die Privatwirtschaft mit uns so koordiniert in eine Richtung zu steuern, dass wir gemeinsam das Ziel der Gigabit-Strategie-Umsetzung auf den Weg bringen. Das haben wir getan, beispielsweise, indem wir dieses Jahr in Hessen einen Glasfaserpakt geschlossen haben, in dem wir alle unterschrieben haben, 530.000 Haushalte in einem Jahr ans Glasfaser. Das werden wir tun, das wollen wir tun, damit muss Politik muss seinen Beitrag leisten. Wir leisten das, indem wir zum Beispiel auch mit dezentralen Beratern, mit sogenannten Breitbandberatern vor Ort den Kommunen helfen, zum Beispiel in der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen und zu sagen, moderne Trenching-Verfahren, wo ich nicht ganz tief buddeln muss, sondern wo ich vielleicht einfach nur 20, 30 Zentimeter sozusagen fräse und dann das Glasfaser verlege, ist eine Möglichkeit. Oder wenn ihr euch jetzt nicht anschließt, dann werdet ihr bis 2030 keinen Anschluss haben. Oder um jetzt auch auf das Thema Nachhaltigkeit zu kommen, wenn ich mir die Energieverbrauch sozusagen mit einem Kupferleitung versus ein Glasfaser anschaue, haben wir hier ein deutlich energieeffizienteres System. Schon allein deswegen müssen wir schnellstmöglich ans Glasfaser kommen. Ja? Und das ist der Weg, der, glaube ich, notwendig ist, dass man sich einig wird zwischen, wo ist das Langfristziel, 2030, und dann halt auch einen gewissen Spielraum in den Ländern lässt, um den umzusetzen. Der ist bei uns der Weg, dass wir mit Privatwirtschaft Glasfaserpakt oder auch Mobilfunkpakte auf der einen Seite unterzeichnen und die auch mit Personen bei uns im Ministerium mit Geld hinterlegen. Und das Zweite ist, dass wir sagen, dort, wo der Markt sagt, hier lohnt es sich nicht für uns zu investieren, wir sind ein hügeliges und ein Flächenland in Hessen, da nehmen wir eigene Gelder in die Hand, wir haben ein Förderprogramm, wo wir dort dann auch wirklich fördern. Mhm. Und diese Kombination, die Balance zwischen marktgetrieben und Förderkulisse gut zusammenzubringen, aber ein Langfristziel zu haben, an dem wir alle arbeiten, das ist aus meiner Sicht das Einzige, was hilft, um schnellstmöglich, bestmöglich voranzukommen. Frage an die beiden Herren von den Normungsorganisationen, Herr Winterhalter, Herr Hinz. Was bräuchten Sie eigentlich von der Regulierungsseite, was bräuchten Sie von der Politik, um die Schritte in die Zukunft schneller, besser, klarer gehen zu können? Wo sehen Sie dort? Stichwort war gemeinsame Priorität, das heißt gemeinsamer Fokus und dann ein klares Rollenverständnis. Was ist die Rolle des Regulierers? Mhm. Herr Schnorr hat es heute Morgen wunderbar gesagt. Rahmenbedingungen setzen als Regulierer, ja. Ausgestaltung, technische Machbarkeit, praxisgerecht umsetzen. Das ist Aufgabe der Privatwirtschaft. Mhm. Und das passiert in der Normung. Und wenn dieses Rollenverständnis klar ist, dann ist das Nächste, was aufgebaut werden muss, was wieder aufgebaut werden muss, Vertrauen. Das heißt nicht, der eine kontrolliert den anderen bis in den letzten Prozessschritt, sondern wir haben ein gemeinsames Verständnis. Wir haben gemeinsame Prozesse, die ineinander verzahnt funktionieren. Und dann funktioniert Normung schneller. Dann funktioniert vor allem die Akzeptanz der Normen zur Ausgestaltung der Regulierung viel schneller. Und ich glaube, wenn man als letztes Instrumentarium noch nutzt, da wo eben ein massiv gesellschaftliches Interesse da ist, aber betriebswirtschaftlich das Ganze sich noch nicht rechnet für die Unternehmen, entsprechende Förderprogramme, dass eben nicht die Jungen nur motiviert werden, in die Normung zu kommen, sondern dass die Unternehmen, die die jungen Leute in die Normung abstellen, letztendlich das auch honoriert bekommen, ein Stück weit vom Staat, weil ein gesellschaftliches Interesse damit durch diese Prioritätensetzung erfüllt wird. Ich glaube, wenn wir die drei Elemente hinkriegen, dann sind wir wunderbar gemeinsam unterwegs. Ich würde gerne noch zwei Punkte ergänzen, wo ich glaube, dass auch hier ein Miteinander notwendig ist. Das eine ist, dass wir schlichtweg die digitalen Antragsstrecken auch wirklich digitalisieren. Das heißt, das Stichwort Interoperabilität spielt hier wieder eine deutliche Rolle und die müssen wir auch in der Weise umsetzen. Und das zweite ist, dass man schlichtweg einfach mal das tut, was unser Job ist, nämlich den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger dessen, was wir tun, in den Vordergrund zu stellen. Das ist unsere Priorität und diesen Nutzen nämlich schnellstmöglich umzusetzen, ist unsere Aufgabe. Und da ist es auch ein Stück weit an uns, die politischen Rahmen so zu setzen, dass ich beispielsweise Genehmigungserleichterung als ein politisches Ziel uns vornehme. Wir haben bei uns die hessische Bauordnung sozusagen so erleichtert, dass ich Mobilfunk besser ausbauen kann. Das funktioniert aber nur, wenn wir ein gemeinsames Ziel haben, das priorisiert haben und dann gemeinsam zu diesem Ziel wollen.
Frau Jorna, jetzt sitzen wir hier und stehen in Frankfurt, in Hessen, in Deutschland und diskutieren sehr stark auch aus deutscher Sicht, mit der deutschen Brille. Wie verhindern wir es, dass solche Podiumsdiskussionen jetzt auch noch in allen anderen EU-Mitgliedstaaten genauso geführt werden, nur jeweils mit einem anderen Ziel? Also wie schaffen wir es, das Ganze auch zu einer gesamteuropäischen Lösung zu bekommen? Also erstmal finde ich das wichtig, dass auch in anderen Mitgliedstaaten hierzu diskutiert wird. Ja. Das ist ja gerade wichtig, wie Sie sagten, das kommt sozusagen national hoch. Aber heute bei BASF, klar, der Wind muss von irgendwo kommen und der kommt eben aus Holland oder der kommt aus Dänemark. Also diese europäische Dimension ist in der Debatte, wie kann jedes Unternehmen eigentlich beitragen zu der Reduzierung des Carbon Footprint, die ist heute schon da. Und wo ich eine Rolle halt für die Kommission sehe, für Europa, ist den Hub, die Plattform anzubieten, auf der das zusammengeführt werden kann und auf der wir eben auch effizient sein können und die wir dann auch nutzen können, um international auch eine europäische Rolle zu spielen und uns hier auch zusammen, sozusagen zusammen am selben Strang zu ziehen. Also die Debatte ist total wichtig. Wir haben ein neues Governance-System für Normung aufgesetzt, wo wir eben die Chefs auch zusammenführen wollen. Und zwar nicht nur die Chefs der Unternehmen, auch die Chefs, die politischen Chefs, die Minister, um bei diesem Fokus mitzuarbeiten und damit auch zu dem Tempo zu kommen. Also in dem Bereich mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Das ist ein No-Brainer, dass wir hier die europäische Dimension mitdenken müssen. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn man Standardisierungen beguckt und die verschiedenen nationalen Standardisierungsorganisationen, dann sind wir bei 2600 Jahren Erfahrung. Das muss uns erstmal jemand nachmachen. Und diese Erfahrung zusammenzubringen, die verschiedenen europäischen Standardisierungsorganisationen haben, einige eben ja schon mehr als 100 Jahre alt, das macht eben dann auch, dass Europa trotz dieses sehr ambitionierten Ziels, was wir uns gesetzt haben, industriell die Nase vorne haben wird bei den Lösungen, die wir entwickeln und die wir eben zur Marktreife entwickeln, dank Standardisierung zusammen. Herr Metzger, die verschiedenen Normungsorganisationen, die Sie ja auch international alle kennen, für die ist ja die Tätigkeit des Normens eine Geschäftstätigkeit. Das ist ja sozusagen der Business Case. Inwieweit spielen eigentlich die Geschäftsmodelle, auch die Abgrenzung voneinander, der Wettbewerb eine Rolle, hinderlich oder nicht, wenn wir auf diese Herausforderungen der Zukunft blicken? Gut, es gibt natürlich eine gewisse Konkurrenz, wenn man so sagen kann, in sich überlappenden Bereichen. Aber ich glaube ganz grundsätzlich, ich spreche jetzt in meiner Erfahrung seit 2,5 Jahren, haben wir eigentlich eine ziemlich gute Kernaufgabe, wie sie definiert ist. Also wenn ich das ISO nehme als Beispiel, ich glaube, natürlich gibt es bisweilen Punkte, wo man sich überlegen muss, wer hat jetzt den Lead, aber wir arbeiten eigentlich sehr eng zusammen und auch nicht in einem kompetitiven Sinn, im schlechten Sinn, sondern im Sinne einer Kooperation, wo wir dann Grundlagen gemeinsam schaffen, wo beide Organisationen und die Mitglieder beider Organisationen dann eigentlich Grundlagen haben, die sie selbst auch in ihren jeweiligen Bereichen verwenden können. Ich nehme das Beispiel Smart Standards, wir haben heute viel davon gehört. Wir sind wirklich daran, Grundlagen gemeinsam zu erarbeiten. In der Anerkennung der Tatsache, dass wir beide unabhängige Organisationen sind, mit einer eigenen DNA, mit einem eigenen Kernauftrag, aber wir haben Kommunalitäten, die wir ausloten wollen zusammen und Grundlagen erarbeiten. Und von daher gesehen ist, glaube ich, die Frage des Businessmodells ist dann vielleicht eher innerhalb der Organisation, was bedeutet das für die Finanzierung? Ich möchte immerhin betonen, einmal mehr, wir sind eine Non-Profit-Organisation. Uns gibt es nur, weil es die Mitglieder gibt, die uns wollen. Es gibt sonst keine IEC, das sind die nationalen Komitees und natürlich das deutsche Komitee spielt eine eminente Rolle in diesem Konzert. Und von daher gesehen, am Schluss müssen die Stakeholder, die Kernstakeholder, die Mitglieder selbst definieren, wie sie ihre Organisation ausrüsten wollen, wie sie finanzieren wollen und ob es da alternative Ansätze gibt. Aber ich glaube, insgesamt sind wir ziemlich stabil aufgestellt. Wir stellen uns durchaus Grundsatzfragen mit den Gremien der IEC, bestückt durch die Mitglieder, wie das in Zukunft aussehen soll, weil natürlich die Digitalisierung insbesondere auch da ihre Auswirkungen zeitigen wird und wir nicht einfach jahrzehntelang auf dem gleichen analogen Businessmodell sitzen können, das ist ganz klar. Aber das sind Überlegungen, wo wir als quasi Sekretariat versuchen, die Mitglieder zu unterstützen, dass sie gemeinsam auf einen grünen Zweig kommen. Wir haben praktisch 90 Mitglieder, Vollmitglieder. Wir haben darüber hinaus 80 weitere sogenannte Affiliates, also
Wir sind global und wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber einen gemeinsamen Ansatz, wo auch verschiedene Geschwindigkeiten möglich sind. Mhm. Herr Winterhalter. Zwei Organisationen arbeiten zusammen in einem Projekt, um eine zukünftige Value Proposition für das so wichtige Thema Normung zu erarbeiten. Wir sind uns alle einig, für die digitale, für die grüne Transformation braucht es mehr Normung, brauchst du mehr Normen, die praktisch, ich sage mal, die Regeln der Zukunft beschreiben. Wir brauchen die junge Generation, wir müssen attraktiv sein. Das sind die Probleme, mit denen wir uns gemeinsam auseinandersetzen. Und wenn daraus eine Value Proposition entsteht, die sichtbar ist, dann mache ich mir über die Finanzierung der Normung überhaupt keine Sorgen. Und dann haben wir ein Finanzierungsmodell, was für die nationalen Normungsorganisationen wie für die globalen Einheiten wunderbar funktioniert. Deswegen geht es nicht um Konkurrenz, wo man sich gegenseitig ausbremst. Was haben wir heute Morgen gehört? Für persönliche Befindlichkeiten ist kein Platz in diesem so wichtigen Thema. Lass uns zusammenarbeiten. Ich glaube, das tun wir. Und dann wird auch, wenn man an einem Strang zieht, das Richtige dabei rauskommen. Ich möchte nur ein Beispiel. Der digitale Produktpass. Da muss man zusammenarbeiten. Denn wenn ein Unternehmen wie BASF seine Plastikflasche für Shampoo oder für Seife verkaufen will als und dadurch einen Vorteil haben will, weil sie enorme Anstrengungen gemacht haben, um das Carbon daraus zu holen, dann müssen sie das auch irgendwie zeigen können. Und das muss vergleichbar sein können, sodass der Shampoo-Hersteller sagt, okay, ich will dann diese. Aber das muss irgendwie sichtbar sein und vergleichbar sein. Und dafür brauchen wir einen digitalen Produktpassport. Produkt und digital. Das kann nur zusammen funktionieren, wenn man das zusammen entwickelt, die Standards dafür. Damit sie im ganzen Binnenmarkt die Kunden, aber auch die Konsumenten das vergleichen können. Frau Frederiksen. Wir hören jetzt immer, wir brauchen die junge Generation in der Normung. Aber was tun wir denn dafür, dass wir sie kriegen? Und da sehe ich halt doch noch einige Punkte, also eigentlich drei Punkte. Die junge Generation muss in die Normung wollen. Die Normung muss die junge Generation aufnehmen wollen. Und es müssen die Randbedingungen geschaffen werden. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und warum sollte die junge Generation in die Normung rein wollen? Ich hatte es eben gesagt, sie muss attraktiv werden, aber es muss auch überhaupt mal ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Und dafür müssen wir eben auch die Normung viel, viel stärker in der Hochschullehre verankern, was in Europa sehr, sehr schwach ist zurzeit. Asien ist da viel weiter im Voraus schon. Und das kam auch eben beim Workshop bei uns raus. Dieses Thema wurde, ich glaube, auf verschiedensten Karten gelistet und auch sehr, sehr hoch gerankt. Also wirklich, dass die Normung schon in der Hochschullehre mit integriert wird, dass die Studenten, Studentinnen schon wissen, was das ist, wie ich mich da einbringen kann. Das ist eben sehr, sehr wichtig. Und das andere ist, dass die Normungsorganisationen eben auch eine offene Willkommenskultur haben für die junge Generation, dass auch der Zugang zu Normen erleichtert wird und auch der Zugang zu Normungsgremien. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Selbst wenn man das möchte, wird man da sehr schnell abgeschreckt. Und das dritte ist eben, dass auch die Randbedingungen gegeben sein müssen. Da rede ich jetzt zum Beispiel von den Firmen oder den Organisationen, die die jungen Normer eben in die Gremien schicken. Das Ganze muss ja bezahlt werden. Das heißt, da ist es nicht nur wichtig, dass der CEO eines Unternehmens sagt, Normung ist wichtig, sondern dass auch das untere Management, das mittlere Management das Ganze unterstützt und eben die jungen Leute auch in die Gremien schickt. Und es ist, dass es da eben Anreize auch für Firmen geschaffen werden, dass sie das tun, dass sie damit einen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Das war ein wunderbares Schlusswort. Wir haben leider nur eine halbe Stunde. Deshalb möchte ich an dieser Stelle Sie bitten, einen Satz zu ergänzen. Ich habe meinen Impulsvortrag natürlich über diesen Klimawandel gehalten, mit meteorologischen Daten unterfüttert. Beantworten Sie mir noch mal den einen Satz oder vervollständigen Sie ihn. Wir erreichen die Klimaziele, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Frau Jorner, wann erreichen wir die Klimaziele? Wir erreichen die Klimaziele, wenn wir uns als Orchester sehen und an dieser Partitur gemeinsam schreiben, weil sie ist noch nicht ganz bekannt, haben ja Ihre Daten auch gezeigt. Frau Sinemus. Wenn dieses Orchester bereit ist, sowohl Dur als auch Moll gemeinsam zu spielen. Mhm. Oh. Das wird jetzt philosophisch, Herr Metzger. Ich bin gespannt, wo Sie jetzt da anknüpfen. Das ist ja doof. So. Wenn wir alle Stakeholder mitnehmen können. Und ganz kurz zur Erklärung, wir haben heute viel über Smart Standards gesprochen. Wenn wir Smart Standards als ganz essentiellen Transmissionsriemen für die All Electric Society und die Nachhaltigkeit anschauen, dann stellen wir fest, Deutschland ist sehr weit. Andere Staaten, insbesondere auch in Europa, sind auch sehr weit. Aber wenn ich an andere
Kontinente insbesondere auch denke, ist das nicht der Fall. Und wir müssen den richtigen Weg finden, dass wir nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner nur vorantreiben können. Wir müssen auch avantgardistisch sein und das pushen. Auf der anderen Seite können wir nicht einfach die Stakeholder ausblenden. Das ist eigentlich das Los und auch das, der Auftrag jeder internationalen Organisation, die Mitglieder alle irgendwie abbilden zu können, mitnehmen zu können, auf die eine oder andere Weise, möglicherweise mit einer variablen Geometrie, auch wenn das nötig ist. Mhm. Frau Friedrichsen. Wir erreichen die Klimaziele, wenn wir es schaffen, die junge Generation für die Normung zu begeistern. Ein Punkt. Herr Winterhalter. Ich mache es ganz kurz. Ich habe vorher in unserer Benny Hill-Übung am Schluss gelernt, auf was wir achten müssen. Mehr Ja und weniger Ja, aber sagen. Und wenn wir das auch in der Normung berücksichtigen, gerade wenn neue, junge Impulse reinkommen, Ja und nicht Ja, aber. Ich glaube, dann kriegen wir es gemeinsam hin. Gut. Herr Hinz. Jetzt habe ich Philosophie abgewählt, Geschichte und Sozialwissenschaften abgewählt und habe nur Technik gemacht und so viele philosophische Antworten. Ich mache es mal ganz einfach als Ingenieur, nee, als Mensch. Ich glaube, der Klimawandel, die Klimawende, alle Maßnahmen, die wir heute besprochen haben und darüber hinausgehen, kann nur gewinnen, wenn wir es schaffen, die Majorität der Individuen, der Menschen, fass mir an die eigene Nase, betroffen zu machen. Denn wenn wir keine Betroffenheit haben, dann sind alle theoretisierten Worte, alle philosophischen Sätze, was auch immer, gehen ins linke, ne, das rechte, ne, gehen ins rechte Ohr rein und aus dem linken wieder heraus und zeigen keine Wirkung. Ein Mittel könnte sein, Bogen geschlossen zu Ihrem Anfangsvortrag, sachlich zu informieren und über die neutrale sachliche Information Betroffenheit zu schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen, meine Herren, für die Teilnahme an dieser Diskussionsrunde. Vielen Dank.